Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Input. Dazu bitte ich einmal Karl Mauer auf jeden Fall auf die Bühne und übergebe dir das Wort. Mein Name ist Karl Mauer. Ich arbeite zurzeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und erzähle euch was von Pressefreiheit vor Gericht. Zur Kriminalisierung, das ist hier nochmal ein bisschen längerer Bandwurmsatz geworden, zur Kriminalisierung der Veröffentlichung von Dokumenten aus dem Strafverfahren. Ich bin Jurist, auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrecht sind viele Juristen nicht nur. Ich versuche es so unjuristisch wie möglich zu machen, ich versuche auch so langsam wie möglich zu reden. Wenn beides nicht klappt, habe ich A gehört, es gibt hier Signale, aber auch gerne aus dem Publikum. Und genau, zur Gesellschaft für Freiheitsrechte würde ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich würde mal voraussetzen, dass da ich das auch Sarah letztes Mal hier war, dass sie so ein bisschen bekannt sind. Wenn es da so Fragen gibt, gerne später auch noch. Kurz und knapp würde ich es auch halten. Ich finde, im Austausch kommen immer spannender. Ich erzähle euch ganz kurz was zum Fall, dann was zur Norm. Es geht dann doch nicht ganz ohne Jura. Und zum Problem aus unserer Sicht. Aber fangen wir erstmal vorne an. Der Fall findet statt mit Arne Semsrott von Frag den Staat. Auch zu der Organisation muss ich, glaube ich, jetzt hier erstmal nicht so viel sagen, aber wenn es dazu Fragen gibt, gerne. Wir haben auch Vertreter von Frag den Staat hier. Insofern sind die auch kompetenter als ich. Es gab, wie ihr sicherlich auch wisst, Ermittlungen in ganz Deutschland, auch Strafverfahren, aber vor allen Dingen auch Überwachungsermittlungen gegen die letzte Generation in Bayern. Und dazu gab es dann irgendwann auch, weil in Bayern zumindest die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft wurde, auch Stichwort 129a StGB, auch Durchsuchungen, Telekommunikationsüberwachung etc. Und Arne Semsrott hat dann diese Gerichtsbeschlüsse, die dazu notwendig waren, letzten August veröffentlicht auf der Seite von Frag den Staat. Und das auch in dem Wissen, dass es dazu eine Norm gibt, zu der wir gleich mehr kommen und die ich tatsächlich bis zu meiner Zeit bei der GFF, also vor 3 Monaten, auch nach 10 Jahren Jurastudium selbst noch nicht kannte. Das kann entweder nicht für mich sprechen, aber auch aus meinem Umfeld höre ich, dass diese Norm relativ unbekannt ist und die so eine kleine Renaissance erlebt hat, auch dazu gleich mehr. Jedenfalls auf Basis dieser Norm gab es Ermittlungen gegen Arne als Chefredakteur und Verantwortlichen von Frag den Staat. Und jetzt ganz frisch, im Februar, auch eine Anklage vor dem Landgericht Berlin. Was nämlich ist verboten an dem, was Arne als Pressevertreter da getan hat? Paragraph 353d Strafgesetzbuch, verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Ich lese mal ganz kurz vor, wie gesagt, kein juristischer Vortrag ohne eine Norm im Wortlaut. Mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe wird bedroht, wer Nummer 3 die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens ganz oder im wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. In kurz, keine Wortlautzitate aus Strafverfahren, bis nicht die irgendwann mal irgendwie verhandelt wurde vor so einem Gericht mit irgendwie Staatsanwalt und Vertreter etc. Also das, was Arne da gemacht hat, diese Durchsuchungsbeschlüsse aus dem Ermittlungsverfahren gegen die letzte Generation einfach mal im Vollwortlaut auf die Internetseite zu laden und einzuordnen, zu kritisieren, was da passiert, juristisch, pressemäßig aufzuarbeiten, war verboten. Zu dieser Norm ganz kurz nur, die ist tatsächlich schon eine Weile alt. Die gab es auch schon im Reichspressegesetz, also schon zur Kaiserzeit, als so Presse so ein Ding wurde und irgendwie Leute angefangen haben, als Journalistinnen sozusagen zu arbeiten, hat man tatsächlich immer eher so einen liberalen Impetus heraus sich gedacht, man muss vielleicht alles so ein bisschen mal regeln und mal irgendwie Regeln für diese neue Sache aufstellen. Und das geschah dann irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts. Bis 1920 ungefähr gab es auch reihenweise dann Verfahren, insbesondere aus Stichwort Bismarck, Sozialistengesetze etc., wurden da einige Leute für bestraft. Und dann ist die ziemlich in Vergessenheit geraten, die Norm. Die wurde dann nach 1945, wurde erstmal in Landespressegesetze, also sozusagen ins Presserecht ausgelagert. Bis in die 70er Jahre ist da nichts passiert. Und seitdem gab es aber immer wieder tatsächlich auch durchaus aufsehenerregende Fälle, in denen diese Norm immer wieder angewandt wurde. Sehr vereinzelt, aber beispielsweise in der Flick-Spenden-Affäre, der Stern hatte damals berichtet, in den 80er Jahren wurde diese Norm angewendet und Sternredakteurinnen
oder Journalistinnen eben danach auch bestraft. In den 2000ern wieder, als im Kanzleramt Unterlagen geschreddert wurden und da irgendwie auch berichtet wurde und so weiter und so fort. Also die Norm ist immer mal wieder Gegenstand. Das heißt, das, was Arne und Frag den Staat da tun, hat durchaus auch Relevanz, nämlich ganz konkrete. Wenn ihr so drüber nachdenkt, wenn ihr das letzte Mal irgendwie mal so Zeitung gelesen habt oder so, wann habt ihr das letzte Mal irgendwie mal so im vollen Wortlaut Zitate aus irgendwelchen Ermittlungen intern oder sowas gelesen? Passiert nie, weil die Medienhäuser Land auf Land ab, außer Frag den Staat, eben von ihren Justiziariaten gesagt bekommen, lasst es mal lieber sein. Und man findet eher öfter mal so Disclaimer, dass man eben nur aus den Unterlagen berichten darf, umformulieren darf, beschreibend wiedergeben darf, das ist alles erlaubt, aber eben Wortlautzitate verboten. Dank dieser Norm. Sinn und Zweck dieser Norm, und das wird gleich nochmal relevant, ist zum einen die Befangenheit von Verfahrensbeteiligten aufrechtzuerhalten, Entschuldigung, die Befangenheit zu verhindern, so, die Befangenheit zu verhindern, freudscher Versprecher, insbesondere eben von Zeuginnen und Schöffen, also vermeintlich so, weiß auch nicht, irgendwie steht da wahrscheinlich irgendwie dahinter, dass Juristinnen so geschult sind, dass sie sich nicht beeinflussen lassen, mag was dran sein oder nicht. Aber man soll eben in dieser öffentlichen Debatte, die vorher stattfindet, die ja trotzdem stattfindet, also nochmal zur Erinnerung, nur Wortlautzitate sind verboten, man darf eben, trotzdem wird darüber berichtet und es wird ja immer berichtet und man kann auch davon ausgehen, dass die Presse häufig auch die Originalunterlagen vorliegen hat, aber sie berichten eben einfach nur daraus und transformieren das Ganze eben nicht im Wortlaut. Das soll die Befangenheit nicht stören, aber dann eben so Wortlautzitate und die Authentizität von so öffentlichen Unterlagen, die soll dann plötzlich irgendwie gefährdend sein darauf. Und daran ist sicherlich auch was dran, Persönlichkeitsrechte von Menschen, die eben da drin vorkommen. Dazu muss man sagen, dass Frag den Staat damals in seinen Veröffentlichungen relativ minutiös eben geschwärzt hat, insbesondere eben auch persönlichkeitsrelevante Informationen geschwärzt hatte. Ja. Das zur Norm und nun zum Problem. Zusammen, also wir von der GFF, zusammen mit Arnes Anwalt, zusammen mit den Anwälten von, und Juristinnen von Frag den Staat, haben uns das so ein bisschen angeschaut und halten diese Norm im Grunde für verfassungswidrig und arbeiten jetzt im laufenden Verfahren gegen Arne eben darauf hin, dass das auch vom Bundesverfassungsgericht am Ende letzter Instanz, weil das das einzige Gericht ist, das das feststellen kann, auch festgestellt wird. Warum halten wir es für verfassungswidrig? Eins habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. Sinn und Zweck dieser Norm, irgendwie diese Unbefangenheit zu bewahren, ist die wirklich so richtig dadurch gefährdet, wenn jetzt da Wortlautzitate statt von juristisch geschulten oder nicht juristisch geschulten Journalisten darüber diskutiert wird? Plus, und vielleicht kommt hier Habermas wieder ins Spiel, man kann ja schon irgendwie von so einem Strukturwandel der Öffentlichkeit, jetzt will ich Habermas aufmachen, ich lasse mir vielleicht von dir auch nochmal erklären, aber man kann ja schon davon ausgehen, dass anders diskutiert wird über Sachen, als im Kaiserreich das noch der Fall war. Es gibt insbesondere auch, als eben Habermas das erste Mal darüber gesprochen hat, auch nicht mehr diese Gatekeeper, nicht mehr dieses Lineare, sondern Diskussionen laufen heute ganz anders ab. Und das Verfahren, was Arne da eben auch öffentlich gemacht hat, oder die Gerichtsbeschlüsse aus dem Verfahren, die er öffentlich gemacht haben, die zeigen das auch so ein bisschen. Also diese Einstufung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung ist schon irgendwie, Juristen würden jetzt sagen, zumindest sehr fraglich. Das sieht man halt auch allein schon daran, dass die Berliner Staatsanwaltschaft etwa oder andere es abgelehnt haben, sie als kriminelle Vereinigung einzustufen. Und gleichwohl gab es die Debatte, wie sie es gab. Es gab die Auseinandersetzung auf den Straßen, wie sie es gab. Die Aktivistinnen waren auch da der Gewalt sowohl staatlicher Vertreterin als auch privater Übergriffe ausgesetzt. Und diese Debatte war sehr, sehr aufgeheizt. Ich finde es immer wieder auch irgendwie recht plakativ, wenn man es jetzt vergleicht mit der Debatte über Bauernproteste und dergleichen, wie unterschiedlich die geführt werden. Und da dann eben solche Gerichtsbeschlüsse reinzubringen, im Wortlaut, die irgendwie auch so ein bisschen zeigen, wie eine juristische Entscheidung auch getroffen werden und was da, also sind immer noch online, ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Schon interessant, wie da auf sehr, sehr kurzen Seiten dann so fundamentale Grundrechtseingriffe wie die Einstufung als kriminelle Vereinigung eben verhackstückt werden. Genau. Kurzum, die Debatte findet anders statt heutzutage. Könnte gegebenenfalls sein, dass Sinn und Zweck dieser Norm gar nicht mehr so richtig, richtig geschützt werden kann, tatsächlich durch diese Norm. Das andere ist, und auch hier haben wir hoffentlich das gute Argument auf unserer Seite,
ist, dass diese Norm so ein ganz pauschales Verbot ausspricht. Kein komplettes Verbot, man darf nochmal alles außer Wortlauten eben aus diesen Unterlagen verarbeiten, aber pauschales Verbot dahingehend, dass es generell verboten ist und seit der Reform in den 70er Jahren auch nicht nur noch für Pressevertreter, sondern für alle, also auch wenn ihr euch nicht für Presse haltet und mal in Besitz solcher Unterlagen kommt, dürft auch ihr sie nicht raushauen. Aber das bedeutet eben auch, wenn es einfach generell verboten ist, dass nie die anderen betroffenen Interessen, ich habe gerade schon von dem Verfahren gesprochen, berücksichtigt werden. Es wird nie abgewogen. Also bei Juristinnen und gerade im Verfassungsrecht geht es dann viel um Abwägung unterschiedlicher Interessen und das findet da eben nicht statt. Und jemand, der das aber relativ klar in seiner Rechtsprechung zumindest seit den 2000er Jahren einfordert, ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ähnlichen Fällen in anderen europäischen Ländern, wo es solche Vorschriften auch gibt oder ähnliche gelagerte Fallkonstellationen gab, der sieht eben immer vor, dass im Einzelfall immer abgewogen werden müssen. Es muss die Interessen insbesondere von Pressevertretern in unserem Fall, aber eben auch der Öffentlichkeit an dieser Pressearbeit eben mit einbezogen werden. Und das ist schlichtweg nicht richtig möglich bei dieser Norm, so wie sie eben aufgesetzt ist. Genau, jetzt am Ende hoffentlich wurde es nicht ganz zu juristisch, aber deswegen glauben wir eben, dass diese Norm verfassungswidrig ist und wie gesagt, im laufenden Verfahren gibt es die ein oder anderen Möglichkeiten, das dann hoffentlich auch hoch zum Bundesverfassungsgericht zu bringen und das dann nochmal darüber entscheiden zu lassen. Das von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne Fragen. Ja, vielen Dank. Ich habe so den Eindruck, dass die Juristinnen manchmal auch, sagen wir mal, Willkür hinter Verfahrensfragen verstecken, wo einfach gesagt wird, wir lassen uns nicht in die Karten gucken und wir wollen einfach ja, Gerechtigkeit so dehnen, dass es uns passt, ohne dass man da wirklich auf fundamentale Grundlagen geht. Also es gibt so einen Rechtspositivismus, der dann unterlaufen wird durch verschiedene Maßnahmen, wo man einfach sagt, wir wollen jetzt, wie in Bayern, wir wollen ein Urteil, was uns passt. Wir wollen nicht, dass da jemand uns in die Karten guckt. Diese Tendenz habe ich bei vielen Juristinnen bemerkt, die im öffentlichen Dienst auch sind. Es gibt da auch so eine Art Omerta, dass man über diese Dinge eigentlich lieber nicht reden möchte, wo einfach so eine, ja, Clique sich halt aufmacht, um unter dem Mantel des Rechts einfach politische Interessen durchzusetzen. Hast du da irgendwas oder hast du so ein Bias vorgesehen, wo man einfach sagt, bei bestimmten Urteilen wird das durchgestochen an die Presse und die wird nicht belangt, Springerpresse zum Beispiel, bei anderen wird es einfach hart verfolgt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Jetzt bezogen auf das Verfahren hier, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist das Problem vielleicht nicht der Rechtspositivismus, sondern das Recht selbst, was es gibt. Also wenn man diesen Paragraph 129 StGB sich anschaut, der eben die Unterstützung krimineller Vereinigung kriminalisiert und es nahezu keine Entscheidungen dazu gibt, sondern das immer nur ein Vehikel ist, um dann eben solche Ermittlungsmaßnahmen umzusetzen, dann ist weniger das Problem, glaube ich, der Rechtsanwenderin, kann man auch sagen. Also dann gibt es Rechtsanwenderinnen in Berlin, die Berliner Staatsanwaltschaft, die entscheidet so und die Münchner entscheiden so, sondern es ist das Problem, dass es dieses Gesetz überhaupt gibt. Und dass es eben gewisse Gesetze gibt oder nicht gibt, ist Entscheidung des Parlaments, der PolitikerInnen und so. Und dass es sie hoffentlich bald nicht mehr gibt, ist dann mutigen Leuten wie Menschen von Frag dem Staat geschuldet, die eben darauf hinweisen und dann hoffentlich mit unserer Unterstützung solche Normen auch wieder abgeschafft werden. Aber ich glaube, weniger ist jetzt irgendwie das Problem von gewissen Klicken oder was auch immer, sondern ich glaube häufig eher die Fehlannahme und die ehrlicherweise auch durch viele Juristinnen befeuert wird, die Fehlannahme, dass man denkt, wenn es jetzt irgendwie so Recht ist, einfach ist ganz klar. Irgendwie wie in Mathe, 1 plus 1 gleich 2. Und so funktioniert es sehr, sehr häufig eben nicht. Das hat ja den Geschmäckle von politischen Prozessen. Also wenn die Leute, die sich an die Straße kleben, friedlich und sonst nichts machen, verfolgt werden und die Leute, die mit Treckern auflaufen, einfach nicht verfolgt werden, dann sind das politische Prozesse in meinem, das sind keine rechtsstaatlichen Prozesse mehr.
Ja, also weiß ich jetzt, ich bin ehrlicherweise noch ein ganz, es gibt immer was zu kritisieren und sicherlich auch da was zu kritisieren. Ich bin vorsichtiger, immer gleich den ganzen Rechtsstaat irgendwie zu begraben, nur weil es etwas zu kritisieren gibt. Aber sicher, also ich habe es ja vorhin auch angedeutet, ich finde auch die, insbesondere die politische Diskussion, die darüber geführt wird, über die unterschiedlichen Proteste, die es da gibt, sehr, sehr irritierend zumindest, ja. Genau, damit wir noch hinkommen mit den zwei anderen SprecherInnen, erstmal vielen Dank, Karl.